Namen meiner Vorstandskollegin Bianca Richert begrüße ich Sie sehr herzlich hier in unserer kleinen, aber sehr feinen Stiftung Brandenburger Tor, der Kulturstiftung der Berliner Sparkasse, zu unserem heutigen Kultursalon Liebermann, die Akademie der Künste und das Jahr 1933. Es ist schon überdeutlich am Titel ein höchst komplexes Thema im Rückblick dieses Jahres 2023, das noch Anlass zu ganz vielen Rückblicken auf das Jahr 1933 geben wird, 90 Jahre danach. Für diesen Rückblick heute Abend haben wir uns der Expertise zahlreicher Kolleginnen und Kollegen versichert, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen möchte. Christina Feichenfeld, Maike Hoffmann, Sven Felix Kellerhoff, Uwe Wittstock und Werner Hegewald. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Herr Hegewald, Archivdirektor der Akademie der Künste, wird uns sogleich eine Einführung in das Thema geben und anschließend werden unsere Gäste im Podiumgespräch, ein Podiumgespräch führen unter der Moderation von Sven Felix Kellerhoff, als ausgewiesenem Historiker zur politischen Geschichte in Deutschland des 20er und 30er Jahre und leitender Redakteur der Zeit- und Kulturgeschichte bei der Welt. Er wird Ihnen unsere Gäste gleich nochmals ausführlich vorstellen. Aus der Sicht der Stiftung Brandenburger Tor im wiederaufgebauten Max-Liebermann-Haus, dem einzigen Wohn- und Atelierhaus Max Liebermanns, aus unserer Sicht handelt der heutige Abend exemplarisch von deutscher Geschichte, die sich unmittelbar hier als Tatort ereignet hat. Max Liebermann, einer der angesehensten Künstler in Deutschland, zudem mächtiger, höchst einflussreicher und sehr selbstbewusster Exponent im Kunst- und Kulturbetrieb nicht nur Berlins, wohnhaft an Berlins bester Adresse, direkt neben dem Brandenburger Tor. Sie sehen ihn hier in dem Sessbildnis von 34 und gewisserweise im Atelier, dass Sie hier nochmal, ich hoffe, das klappt jetzt. Tut es das? Ja, das ist das Atelier, das er hier auf dem Dach hat. Und unsere Stiftung ist im Grunde jetzt an der Stelle dieses Ateliers. Und das ist das Wohn- und Atelierhaus und die beste Adresse in Berlin, die man überhaupt nur haben konnte. Und hier also wirkt dieser einflussreiche und höchst, muss man sagen, höchst selbstbewusste Impresario der Kultur und Kunst in Berlin, nicht nur in Berlin. Und er wohnt hier in seinem Elternhaus, das er 1896 geerbt hatte. Max Liebermann aus jüdischem Großbürgertum galt vielen in seiner Zeit als der kulturelle und kultivierte Gegenkaiser. Mit Beginn der Weimarer Republik, und jetzt sollte es funktionieren, und jetzt springe ich. Ja, mit Beginn der Weimarer Republik wurde er Anfang 1920 zum Präsidenten der Preußischen Akademie gewählt, direkt am Pariser Platz gegenüber seinem eigenen Haus gelegen. Das muss man sich vorstellen im Sinne des Machtzentrums. Hier wohnte er neben dem Brandenburger Tor, dem Triumphtor der Hohenzollern, sozusagen hoch oben über dem Platz, thront wie ein Navigator und malt und bestimmt mit seiner Kunst die Kunst der Sezession und so weiter. Und drüben dann in der Weimarer Republik hat er einen weiteren Amtssitz und dirigiert
die Künste, Herr Hegewald, nicht nur in Preußen, sondern es ist auch eine deutsche Akademie der Künste. Und das ist ein Machtzentrum, das man sich kaum größer vorstellen kann. Und direkt gegenüber dem eigenen Haus und durch Liebermann wurde die Akademie zu einem, und jetzt sollte es wieder funktionieren, zu einem höchst prominenten und vielbesuchten Ausstellungsort. Junge Künstler wie Kirchner und Dix sowie Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz kamen durch sie in die Akademie. Jetzt, ja, haben wir das. Und damit wurde die Akademie zu einem sozusagen Kunstzentrum in dieser Stadt, nicht ganz, auch zeitgenössisch, nicht ganz zu Freuden der Nationalgalerie. Dass Liebermann als Jude, und jetzt springe ich wieder zurück, dass Liebermann als Jude undenkbar im Wilhelminischen Kaiserreich Präsident der Akademie und als solcher auch wiedergewählt wurde nach 6 Jahren Amtszeit, also 12 Jahren, ist durchaus bemerkenswert. Denn nach Liebermann gab es 3 Gründe, ihn zu hassen. Ich war reich, ich war Jude und ich war begabt. 1932, nach seiner zweiten Amtsperiode, verzichtete er auf seine Wiederwahl und der 85-jährige Liebermann wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten trat Liebermann, jetzt müsste das wieder kommen, trat Liebermann im März 1933 gemeinsam mit 40 Künstlern, unter anderem Thomas Mann, Franz Werfel und Ernst Ballach, aus der Akademie aus und legte auch seine Ehrenpräsidentenschaft nieder. Mit der Begründung, die wir heute sicher noch öfter hören werden: Ich habe während meines langen Lebens mit allen meinen Kräften der deutschen Kunst zu dienen gesucht. Nach meiner Überzeugung hat Kunst weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun. Ich kann daher der Preußischen Akademie der Künste nicht länger angehören, da dieser mein Standpunkt keine Geltung mehr hat. Nach dem Eklat der Akademie, dem als weiteren unmittelbaren Angriff auf die Kunst und Kultur die Bücherverbrennung 1933 folgte, hat Liebermann sich völlig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Seine kostbare Sammlung französischer Impressionisten hat er mit Hilfe seines Kunsthändlers Walter Feichenfeld erfolgreich in die Schweiz transferieren können. 1935 in seinem Haus am Pariser Platz gestorben, zählte Liebermann seit 1937 zu den sogenannten entarteten Künstlern. Aber keine seiner Bilder wurde in der Münchner Schandausstellung gezeigt. Vielmehr wurden seine Bilder in den deutschen Museen abgehängt und zumeist im Depot verwahrt. Das kann man an den Liebermann-Bildern der Nationalgalerie, die alle in der Nationalgalerie verblieben sind, also die Gänserupferin oder auch das späte Bild der Bank am Wannsee. Ich hoffe, dass diese Bilder blieben sozusagen in dem Besitz der Häuser und führte dann in den deutschen Museen zu dieser unglaublichen Frage: Hängt Liebermann bei euch noch? Ja, er hängt noch oder er ist im Depot. Also von daher, Liebermann als entarteter Künstler, das ist ein großes Problem, beziehungsweise ist ein ungelöstes Problem. Aber gleichwohl kann man sagen, er ist ein entarteter Künstler und wurde als solcher dann auch in London 1937 ausgestellt. Martha Liebermann, die ihr Haus am Pariser Platz nicht mehr betreten durfte, hoffte durch den Verkauf
Und jetzt haben wir es hier, der in ihrem Bild, Besitz befindlichen Bilder Max und Martha Liebermann von Andres Zorn, die geforderte Fluchtsteuer zur Emigration in die Schweiz bezahlen zu können, was jedoch misslang. Unmittelbar vor ihrer Deportation nach Theresienstadt nahm sie sich 1943 das Leben. Die Ereignisse um Max und Martha Liebermann und die Ereignisse um die Akademie der Künste im Besonderen und um die Künstlerinnen und Künstler im ersten Jahrhunderthälfte 1933 im Allgemeinen sind genau 90 Jahre später in ihrer zeitlosen und erschreckenden Bedeutung gewisserweise das Kern unseres heutigen Kultursalons. Man muss nachgerade sagen, es ist ein fast frivoles Begriff, ein Kultursalon. Es ist eigentlich ein Salon über die Unkultur oder über die Vernichtung von Kultur in Deutschland und an einem historischen Erinnerungsort des Pariser Platzes mit der wiederaufgebauten Akademie, dem Neubau der Akademie und dem rekonstruierten Liebermannhaus. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also hier ist gewisserweise das Geschehen, das Ende, der Anfang vom Ende von Kultur in Deutschland, und wir sind in den gewisserweise wiederaufgebauten Häusern, Akademie drüben und hier das Liebermannhaus. Also von daher ist das etwas, was ein Abend nicht nur der Erinnerung, sondern auch gegen das Vergessen. Und man kann sagen, Deutschland, deutsche Geschichte hier am Pariser Platz, das ist wirklich etwas, was einem so deutlich, mir war das nie so deutlich, das ist sozusagen wirklich das Anfang vom Ende von Kunst und Kultur in Deutschland, hier. Und darüber genau Näheres zu erfahren, dazu dient dieser Abend im Max-Liebermann-Haus. Ich danke nochmals allen, die diesen Abend ermöglicht haben durch ihre Kenntnisse, ihre Kompetenz. Und nach dem nun folgenden Einführungsvortrag von Werner Hegewald über die Akademie und das Jahr 1933 folgt das Podiumsgespräch unter der Moderation von St. Felix Kellhoff. Und anschließend besteht Gelegenheit zur weiteren Diskussion und danach auch im zweiten Stock zu weiteren Gesprächen vor dem Bibliothekszimmer von Liebermann. Ich wünsche uns allen einen informativen, einen nachdenklichen Abend. Lieber Herr Hegewald, das Mikrofon gehört Ihnen und der Akademie. Herzlichen Dank. Lieber Schuster, meine Damen und Herren, vielen Dank für die einführenden Worte und für die Gelegenheit, heute hier die Akademie der Künste zu vertreten. Ich denke, da ist eine gewisse Rückkopplung drin. Bin ich gut zu verstehen? Ja? Okay. Abgereist. Nur dieses eine Wort notierte Heinrich Mann unter dem 21. Februar 1933 in seinen Taschenkalender. Es ist von verstörender Lakonie. Als Heinrich Mann die Eintragung machte, ist er bereits von den Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen. Er folgte den Warnungen von Freunden und ging von Berlin aus ins französische Exil. 6 Tage später brannte der Reichstag. Anlass für die neuen Machthaber, eine Verordnung zu erlassen, mit der die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt wurden. Nur wenige Habseligkeiten konnte Heinrich Mann mit sich nehmen. Zeit, seine Frau und sein literarisches Werk in Sicherheit zu bringen, blieb ihm nicht. Was er nicht wissen konnte, es war ein Abschied für immer.
Die Preußische Akademie der Künste, deren Mitglied der Schriftsteller seit 1926 war, ließ sich ohne nennenswerte Gegenwehr von den Nationalsozialisten gleichschalten. Ein überraschender Befund. Galt sie doch in der Ära Liebermann als Vorzeigeeinrichtung republikanischen Kunstlebens. Die Entwicklung in der Künstlergemeinschaft zeigt beispielhaft, wie unsicher die politischen Verhältnisse waren und welche Dynamik sich nach dem 30. Januar 1933 entwickelte. Am 15. Februar, nur 16 Tage nach der Machtübernahme, nutzte der neue preußische Kultusminister Bernhard Rust einen Vorwand, um ein Exempel zu statuieren und den Vorsitzenden der Sektion für Dichtkunst Heinrich Mann und die Bildhauerin Käthe Kollwitz aus der Akademie zu drängen. Gemeinsam mit anderen Intellektuellen hatten die beiden einen dringenden Appell des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes unterschrieben. Er sollte dafür sorgen, dass die SPD und KPD bei den bevorstehenden Reichstagswahlen zusammengehen, um den Faschismus zu verhindern. Rust nahm das Plakat zum Anlass, um ihr Ausscheiden zu fordern und drohte, andernfalls die Institution aufzulösen. Bereitwillige Unterstützung erhielt er vom neuen Akademiepräsidenten Max von Schillings. Der Komponist war ein erklärter Gegner der Weimarer Republik und mehrfach durch antisemitische Äußerungen hervorgetreten. Nach dem Ausscheiden von Max Liebermann aus dem Führungsamt hatten ihn die Mitglieder 1932 in einem Akt vorwegnehmender Anpassung zum Nachfolger gewählt. Trickreich machte er sich zum Erfüllungsgehilfen von Rust. In Vier-Augen-Gesprächen drängte er die beiden Mitglieder zum Austritt. Eine öffentliche Aussprache ließ er nicht zu. Der Bildhauerin drohte er mit dem Verlust ihres Ateliers, eine für sie existenzielle Gefahr. Um der Künstlergemeinschaft ihrer Akademie die drohende Auflösung zu ersparen, verließen Käthe Kollwitz und Heinrich Mann das Gebäude am Pariser Platz. Die Reaktionen der Mitglieder spiegelten die politische Zerrissenheit der Künstlergemeinschaft wider. Zwar bedauerte die Akademie in einer Presseerklärung die Austritte, offene Solidaritätserklärungen unterblieben jedoch. Die gemäßigten Mitglieder passten sich an, nur wenige wagten den offenen Widerspruch. Bei einer eiligst einberufenen Plenarversammlung am 15. Februar protestierte vor allem der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner. Zitat: Tatsache ist, dass der Akademie ein Ultimatum gestellt worden ist. Es ist zwei Mitgliedern Unrecht getan worden. Der Präsident hätte dem Reichskommissar, hier ist Bernhard Rust gemeint, erwidern müssen, das Plenum der Akademie muss entscheiden. Er hätte nicht den Kopf zweier Mitglieder anbieten dürfen. Zitat Ende. Da Wagner die Unterstützung fehlte, verließ auch er die Akademie. Wenige Tage später schrieb die Schriftstellerin Ricarda Huch sehr mutig und unerschrocken an Schillings: Was die jetzige Regierung als nationale Gesinnung vorschreibt, ist nicht mein Deutschtum. Die Zentralisierung, den Zwang, die brutalen Methoden, die Diffamierung Andersdenkender, das prahlerische Selbstlob halte ich für undeutsch und unheilvoll. Sie zieht die Konsequenzen und tritt ebenfalls aus. Martin Wagner und Ricarda Huch blieben die Ausnahme. Konservative Künstler machten sich die Vorgaben des neuen Regimes schnell zu eigen und wirkten an der Neuordnung mit. Der Schriftsteller Gottfried Benn war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Sektion für Dichtkunst im März 1933 von ihren Mitgliedern eine Loyalitätserklärung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat forderte. Zitat: Sind Sie bereit, unter Anerkennung der veränderten geschichtlichen Lage weiter Ihre Person der Preußischen Akademie der Künste zur Verfügung zu stellen? Eine Bejahung dieser Frage schließt die öffentliche Betätigung gegen die Regierung aus.
und verpflichtet sie zu einer loyalen Mitarbeit an den satzungsgemäß der Akademie zufallenden nationalen und kulturellen Aufgaben im Sinne der veränderten geschichtlichen Lage. Zitat Ende. Der überwiegende Teil der Dichterakademie unterschrieb die Erklärung oder ließ sich zur Zustimmung nötigen. Wenige Mitglieder wie Alfred Döblin, Thomas Mann und Alphonse Paquet traten aus. Zwei Wochen später entschied die Ausstellungskommission, Zitat, die ausgesprochen jüdischen Künstler aus der Teilnehmerliste zu streichen, um den gegenwärtigen veränderten Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen. Die verharmlose Formulierung machte deutlich, dass die gemäßigten Künstler in Angst und Unsicherheit reagierten und den völkisch gesinnten Kräften das Feld überließen. Ohne rechtliche Grundlage wurden weitere Mitglieder genötigt, die Akademie zu verlassen. Am 3. November 1933 schließlich versicherte die gesamte Künstlergemeinschaft dem Reichskanzler Adolf Hitler, Zitat, ihre treue Ergebenheit und Gefolgschaft. In vorauseilendem Gehorsam hatte sich die Akademie selbst gleichgeschaltet. Wie stark die politischen Kräfte in der Akademie innerhalb kurzer Zeit erodierten, verdeutlicht am besten das Schicksal von Max Liebermann. Nur 9 Monate lagen zwischen seiner Ernennung zum Ehrenpräsidenten im Juli 1932 und seinem Austritt im Mai 1933. In kürzester Zeit wurde aus dem international anerkannten und hochdekorierten Künstler ein gesellschaftlich geächteter. Dem bevorstehenden Ausschluss aus der Künstlergemeinschaft kam er zuvor. Am 7. Mai erklärte er in wenigen Worten gegenüber der jüdischen Zentralvereinszeitung, Zitat, ich habe während meines langen Lebens mit allen meinen Kräften der deutschen Kunst zu dienen gesucht. Nach meiner Überzeugung hat Kunst weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun. Ich kann daher der Preußischen Akademie der Künste, deren ordentliches Mitglied ich seit mehr als 30 Jahren und deren Präsident ich durch 12 Jahre gewesen bin, nicht länger angehören, da dieser, mein Standpunkt, keine Geltung mehr hat. Für Liebermann musste es eine bittere, aber ausweglose Entscheidung gewesen sein. Seine Äußerungen zeigten, dass er sich keine Illusionen gegenüber den Nationalsozialisten hingab. Zitat, es ist keine vorübergehende Strömung. Nein, glauben Sie nur das nicht, schrieb er an den Kunstsammler Sachs. Das wird lange, lange dauern. Das geht über unsere ganze Welt. Aus seinem Wohnhaus am Pariser Platz, hier am Pariser Platz, musste er miterleben, wie in kürzester Zeit seine Erfolge als Akademiepräsident zunichte gemacht wurden. Lange Jahre hatte er pragmatisch ihre Geschicke gelenkt. Mit einem kleinen Kreis Gleichgesinnter wie Philipp Frank, Ulrich Hübner, Käthe Kollwitz und Heinrich Mann gelang es ihm, aus der verknöcherten Königlichen Akademie wieder eine Kunsteinrichtung von nationalem Rang zu machen. Neue Mitglieder wurden aufgenommen und die Ausstellungen für zeitgenössische Kunst und junge Künstler geöffnet. Die Akademie mischte sich ein in öffentliche Diskurse zu Kunst und kunstpolitischen Fragen. Liebermanns Ansprachen zu den jährlichen Frühjahrs- und Herbstausstellungen wurden, ungeachtet seiner bekannten Probleme mit der Avantgarde, zu Plädoyers für Offenheit und Toleranz gegenüber nachfolgenden Künstlergenerationen. Einen wichtigen Unterstützer fand er dabei in Heinrich Mann. Der Schriftsteller nutzte seine Position, um das öffentliche Leben der Weimarer Republik im demokratischen Sinne zu beeinflussen. Er kämpfte gegen Zensur und Klassenjustiz, forderte eine Liberalisierung der Gesetze zur Sexualmoral und setzte sich für die Förderung des neuen Mediums Film ein. Sein programmatischer Essay Dichtkunst und Politik von 1928 maß der Dichtersektion der Akademie nichts weniger als die Rolle eines sittlichen Gegengewichts zur zweckorientierten Politik bei. Bei all seinen Aktionen war sich Liebermann jedoch bewusst,
dass die Mehrheitsverhältnisse äußerst fragil waren. Es war ein Geburtsfehler der Republikanischen Künstlersozietät, dass die alte Satzung der Königlichen Akademie fortgalt und nicht reformiert wurde. Nicht die Mitgliedschaft entschied autonom. Senat und Kommissionen, in denen staatlich ernannte Mitglieder saßen, hatten neben dem Kultusministerium gewichtige Kompetenzen. Liebermann befand sich in einem Dilemma. Liebermann befand sich in einem Dilemma. Er musste mit Unterstützung dieser Kräfte häufig gegen die Mehrheit der eigenen Mitglieder reagieren. In den drei Abteilungen für bildende Kunst, Musik und Dichtkunst, die die Akademie ausmachen, bildeten konservativ bis völkische Gesinnte eine starke Fraktion, die zum Ende der Weimarer Zeit immer mehr an Einfluss gewannen. Die Wahl des Architekten Paul Schulze-Normburg in die Sektion Bildende Kunst 1930 bildete dafür ein sichtbares Zeichen. Schulze-Normburg gehörte zu den wichtigsten Kunsttheoretikern des Nationalsozialismus und bekämpfte Liebermanns Kurs entschieden. Mithilfe der Satzung und mithilfe des preußischen Kulturministeriums konnte Liebermann zwar die konservative Mehrheit lange Zeit in Schach halten, eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse durch die Zuwahl progressiver Mitglieder gelang ihm jedoch nicht. Die Parteien blockierten sich in dieser Frage gegenseitig. Erst ein Trick des Kultusministeriums bewirkte 1931, dass 13 neue Mitglieder ernannt werden konnten. Eine Tatsache, für die Liebermann lange gekämpft hatte. Dazu gehörten so prominente Namen wie Otto Dix, René Sintenis, Bruno Taut und Ludwig Mies van der Rohe. Aber der Preis dafür war sehr hoch. Die als Peersschub bezeichnete Aktion ließ sich nur dadurch erkaufen, dass das Ministerium das Recht der Mitglieder auf freie Zuwahlen außer Kraft gesetzt hatte. Die Ernennung erfolgte nach Aufhebung der alten und vor Einsetzung der neuen Statuten, gewissermaßen in einer logischen Sekunde zwischen zwei Verwaltungsakten und alles Kraft ministerieller Gewalt. In der Folge kam es zu heftigen Debatten, bei denen auch politisch gemäßigte Mitglieder Liebermann die Unterstützung versagten. Der Präsident, der die Aktion halbherzig unterstützt hatte, musste sich den Angriffen seiner Gegner aus dem rechten Lager erwehren. Da er auch gesundheitlich schwer angeschlagen war, verzichtete er auf eine weitere Kandidatur. Liebermann hat es in seiner Amtszeit zwar vermocht, mit Pragmatismus und mit sehr viel politischem Geschick die Gegensätze in der Akademie zu überbrücken. Den Fehler der Anfangszeit, eine umfassende neue Struktur auf den Weg zu bringen, konnte er aber allein nicht heilen. Nach seinem Weggang brachen die alten Konflikte erneut auf. Die antidemokratischen Kräfte nutzten die Gelegenheit und wählten mit Max von Schillings einen erklärten Feind der Weimarer Demokratie. Er wurde zum willigen Erfüllungsgehilfen der neuen Machthaber. In vorauseilendem Gehorsam diente sich die Akademieleitung und einige Mitglieder 1933 den neuen Machthabern an. Die Mehrheit der Künstler und der wenigen Künstlerinnen sah der Diffamierung und Ausweisung ihrer Kollegen ahnungslos, opportunistisch oder sogar beifällig zu. Die Bilanz war erschreckend. Zwischen 1933 und 1938 wurden aus der Preußischen Akademie der Künste 41 Mitglieder aus politischen Gründen oder wegen ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen und zum Austritt gezwungen. Ihre Namen sind heute an der Glasfront des Hauses am Pariser Platz 4 zu sehen. Die Liste liest sich wie ein Who's Who der künstlerischen Moderne. Die Institution selbst verlor nach 1933 ihre moralische Integrität und versank in der politischen Bedeutungslosigkeit. Ein Tabubruch, der bis heute nachwirkt. Vielen Dank.
Herr Witsch, gehen Sie ganz nach außen, bitte. Und Frau Feilchenfeld. Ja, wunderbar, bitte nehmen Sie Platz. Genau, wunderbar. Ich nehme die Tasche noch weg. Ja, lieber Herr Hegewald, vielen Dank für Ihre einführenden Worte. Das gibt uns viel Stoff zum Nachdenken, viel Stoff zum weiteren Sprechen hier heute Abend auf dem Podium, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Wir werden, wie es ja üblich ist hier beim Kunstsalon, zunächst auf dem Podium etwas diskutieren. Wir möchten natürlich das Gespräch auch öffnen. Wir möchten so im letzten Viertel ungefähr unserer Diskussion Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen ans Podium. Und ich werde dann noch darauf zurückkommen. Wir wollen aber nochmal versuchen, ein paar weitere Aspekte wenigstens kurz anzureißen. Einige Aspekte, die Herr Hegewald jetzt natürlich in seinen gerafften Worten und auch Herr Schuster in ihrer Einführung konnten Sie das nicht alles ansprechen. Und dazu haben wir ein ausgesprochen gut besetztes Podium hier, also ich habe dieses Podium zur Verfügung, ich habe es ja nicht zusammengestellt, sondern ich bin derjenige, der davon profitiert, dass ich hier außer Herrn Hegewald noch drei ganz exzellente Kenner verschiedener Aspekte des Themas Akademie der Künste, Max Liebermann, Problematik, Zäsur 1933 versammelt habe, die ich befragen darf. Und ich darf Sie Ihnen nochmal vorstellen mit etwas mehr Worten, als Herr Schuster das in seiner Einleitung tun konnte, der gebotenen Kürze wegen. Direkt neben mir sitzt Maike Hoffmann. Sie sind Kunsthistorikerin, leiten die Forschungsstelle Entartete Kunst am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität und sind, glaube ich, relativ, nicht allein auf weiter Flur, aber relativ bedeutend für die Kenntnis all dessen, was in den 30er Jahren mit bildender Kunst vor allem passiert ist, hier in Berlin, aber auch darüber hinaus. Das ist ja kein Thema, das sich nur auf Berlin bezieht. Mhm. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Hoffmann. Auf meiner anderen Seite sitzt Christina Feilchenfeld und nicht nur ihr Name ist heute Abend schon gefallen, sondern auch der Name ihres Großvaters. Da kommen wir jetzt nochmal drauf zurück, warum dieser Walter Feilchenfeld hier eine wichtige Rolle gespielt hat. Das werden wir in der Diskussion ansprechen. Sie sind auch Kunsthistorikerin, selbstverständlich. Sie beschäftigen sich mit dem, wofür der etwas unscharfe Begriff Fluchtgut. Wir wollen jetzt keine Begriffsgeschichte hier heute Abend machen, das wäre was fürs Proseminar, aber es ist ein bisschen schwieriger Begriff, der Aspekte abdeckt und gewichtet, die, mit denen man nicht immer ganz glücklich sein kann. Aber vor allem sind Sie tätig oder Sie sind eigentlich das personifizierte Paul Kassierer und Walter Feilchenfeld Archiv, das in Zürich seinen Sitz hat. Und warum es in Zürich seinen Sitz hat, darüber werden wir vielleicht auch gleich noch ins Gespräch jedenfalls ganz kurz kommen. Denn viel mehr als Dinge anreißen, meine Damen und Herren, das wissen Sie alle, kann man im Rahmen einer solchen Diskussion nicht. Ganz außen aus meiner Sicht, Entschuldigung, das hatte ich jetzt einen guten Abend, Frau Feilchenfeld. Danke für die Erinnerung per Applaus. Ganz auf meiner linken Seite sitzt Uwe Wittstock. Sie sind Literaturwissenschaftler und waren ungefähr gleich lang Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bei der Welt und bei Fokus. Sonntagszeitung gab es damals noch nicht, das war die FAZ. Was habe ich gesagt? Die Sonntagszeitung, so, die gab es damals noch nicht. Stimmt. Das war ganz normal die FAZ. Ja, ganz normal die FAZ. Dann waren Sie auch ungefähr eine gleiche Zeit beim S. Fischer Verlag Lektor. Wir kennen uns selbst aus der Zeit bei der Welt. Jetzt gerade ist von Ihnen erschienen und wie ich gesehen habe, schon in sechster Auflage, meine Damen und Herren. Das ist eine Kunst für ein anspruchsvolles, gut geschriebenes, aber eben durchaus nicht so leicht nebenbei mal konsumierbares Buch. Dieses Buch erschien Februar 33, Der Winter der Literatur, das ich gerne deshalb hochhalte, weil ich es für sehr lesenswert halte, eine Art Chronik aus Künstler und vor allem Schriftsteller Perspektive, aus Quellen von Schriftstellern über die entscheidenden Wochen dessen, was wir uns angewöhnt haben, Machtergreifung zu nennen. Wieder so ein schwieriger Begriff, den wir jetzt auch nicht hier problematisieren wollen. Das Buch handelt eigentlich auch nicht nur von Februar, sondern von Ende Januar bis Mitte März. Aber damit sind Sie natürlich derjenige, der sich sehr, sehr gut auskennt und etwas sagen wird können über das geistige Klima
in diesen entscheidenden Wochen. Und Werner Hegewald hat schon gesprochen. Jetzt habe ich es zum zweiten Mal vergessen. Danke. Werner Hegewald hat schon gesprochen. Sie sind der Direktor des Archivs der Akademie der Künste. Diejenigen, die es jetzt nicht aktuell wissen sollten, zurzeit ist gerade eine hochspannende Ausstellung in Ihren Räumlichkeiten. Übrigens auch in Räumlichkeiten, die sehr viel mit der Geschichte der Akademie der Künste zu tun haben, nämlich in den erhaltenen Ausstellungshallen über Planen und Bauen im Nationalsozialismus. Also auch über das Thema Max Liebermann, das sehr wichtige Thema Max Liebermann und die Akademie der Künste hinaus hat die Akademie zurzeit und wie eigentlich immer, sehr viel zu bieten, ist also immer ein Besuch wert. Aber wenn ich jetzt mal Werbeblock für die Akademie gerne machen darf, gehen Sie auch in diese Ausstellung. Das ist völlig unproblematisch, es sind nicht allzu viele Menschen da und es kostet nicht mal Eintritt. Machen Sie das einfach. Sie werden danach eigentlich gar nicht mehr rausgehen wollen. Und Sie sollten sich an dem Abend nichts vornehmen, wenn Sie da sind, weil Sie so viel Zeit dort verbringen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Hegemann, und vielen Dank natürlich für Ihren Vortrag. Wir wollen schauen, dass wir dem Thema noch ein paar zusätzliche Aspekte abringen, die unser aller Nachdenken darüber voranbringen können. Und ich fange mit Herrn Wittstock an. Sie haben ja anhand von Schriftstellerbiografien und eben Zeugnissen die ersten Wochen der Regierung Hitler beschrieben. Wenn Sie jetzt mal auf der Metaebene, also nicht auf der konkreten Ebene der Äußerung, der Erlebnisse, wenn Sie auf der Metaebene zusammenfassen könnten, wie verändert sich die geistige Stimmung in Deutschland, schwerpunktmäßig Berlin, aber auch München, auch andere Städte sind betroffen, in diesem Februar 1933? Was passiert da in den Köpfen? Bei Herrn Hegewald klang es ja schon an, dass da viel passiert ist. Was ist aus der Sicht der Worthandwerker? Also das hat mich eben besonders gereizt und interessiert an dieser Zeit, weil wahnsinnig viel in sehr, sehr kurzer Zeit passiert ist. Im Grunde genommen waren die Schriftsteller am Anfang, also während der am Tag der Vereidigung von Adolf Hitler, meistens noch nicht so ganz gut informiert und wussten gar nicht, wer da vereidigt wurde oder dass Hitler vereidigt wurde. Und gegen Ende, also 30 Tage später, 4 Wochen und 2 Tage später, mussten sie das Land schon verlassen, weil viele von ihnen einfach wirklich mit Leib und Leben gefährdet waren. Die Haltungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Es gab Leute wie Josef Roth, der gleich am Morgen des 30. Januar, als er erfahren hat, dass Hitler vereidigt werden würde, sofort zum Bahnhof gegangen ist und abgefahren hatte. Der wollte damit nichts mehr zu tun haben. Es gab sehr, sehr viele, die sagten, und das war auch nicht ganz unberechtigt, dieser Spuk ist bald vorbei. Das dauert 2-3 Monate. Man darf ja nicht vergessen, Franz von Papen, der Vorvorgänger von Hitler, hatte es, glaube ich, nur auf 6 oder 7 Monate Kanzlerschaft gebracht. Kurt von Schleicher nur auf 2. Also, dass das auch dann politisch sich schnell wieder ändern würde, das war nicht so ganz unwahrscheinlich. Und es gab einige Leute, die auch glaubten, eigentlich hat die Politik gar nicht mehr so diese Bedeutung. Das interessierte sie nicht so sehr. Also es gab ganz unterschiedliche Haltungen und es gab sehr, sehr viele Treffen, Gespräche, Aktionen, Versuche, eben das Exil zu vermeiden. Und dadurch sind außerordentlich viele sehr spannende Geschichten entstanden, die ich halt gerne erzählen wollte und zusammenfassen und zusammenführen wollte. Da ist zum Beispiel eben auch das, was Herr Hegewald zitiert hat, dieser kleine Eintrag von Heinrich Mann abgereist an dem Tag, an dem er geflohen ist. Man muss es wirklich auch eine Flucht nennen. Aber er ging halt wie viele andere davon aus, dass das höchstens ein halbes Jahr dauern würde. Und da er den Sommer ohnehin häufig in Nizza verbracht hat, war das für ihn eine normale Reise, also fast eine normale Reise. Naja, er hat versucht, sich das so einzureden, dass es eine Reise gewesen wäre, weil er auch nicht bereit war, einzusehen, dass die Nazis die Macht hatten, ihn zu vertreiben. Also er wollte das auch gerne nur als Reise sehen, aber er hat auch in den
Tagen danach, in den Wochen danach immer wieder davon gesprochen, das kann nicht lange dauern. Es ist ja auch immer etwas, was mit Selbstbetrug und mit dem nicht selbst sich eingestehen wollen. Das ist überhaupt keine Kritik an Heinrich Mann oder irgendjemand anders, der so gehandelt hat. Das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem eigenen Leben. Ja. Frau Hoffmann, ich habe aus... Das wollte ich ganz gerne nochmal bestätigen. Bitte. Für uns ist das ja alles ganz einfach. Wir brauchen nur die Geschichtsbücher aufzuschlagen und wissen, dass nach der Machtübernahme Hitlers oder Machtübergabe an Hitler es 12 Jahre weiterging. Die Leute, die in der politischen Situation stehen, wissen das nicht. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen stellen. Auch wir wissen nicht, wie es politisch weitergeht. Wir können die Situation nicht so objektiv einschätzen wie in 50 Jahren die Historiker. Entschuldigung. Alles gut. Wir sind ja halt rückwärtsgewandte Propheten als Historiker. Wir haben es immer leichter. Frau Hoffmann, ich habe aus dem Buch von Uwe Wittstock jetzt doch noch ein Beispiel gelernt. Also ich habe viele Beispiele gelernt, aber ich habe ein Beispiel gelernt, das mir nicht präsent war und das, was mit Ihrem Bereich zu tun hat. Denn George Gross war nun offenbar noch vorausschauender als Josef Roth. George Gross hat sein Atelier, nachdem er von einem USA-Aufenthalt zurückkam, leergeräumt, hat seine Bilder bei seiner Schwiegermutter offenbar untergestellt und ist am 12. Januar per Schiff in die USA abgereist, was die Folge hatte, dass der SA-Trupp, der am 31. Januar 1933 sein Atelier stürmen wollte, in einer leeren Wohnung stand. Also da war ein bildender Künstler, der sehr vorausschauend gewesen ist. Wie kann man das aus Ihrer Warte, aus Ihrer Kenntnis über die damals betroffenen Personen in der Akademie, innerhalb des Berliner Künstlerzirkus, der modernen Kunst allgemein in Deutschland, einschätzen? War George Gross das normal? Oder war jemand anders, der, wie Herr Wittstock das gesagt hat, der vielleicht sagte, ich halte das schon aus, das sind 2 Monate, dann ist der Spuk vorbei. Wie finden wir dann den Weg, wo nähern wir uns der Wirklichkeit am ehesten an? Ja, ich glaube, dass diese Vorausschau von George Gross war durchaus etwas Einmaliges. George Gross ist ja auch während der Weimarer Republik schon heftigst angefeindet worden, hatte Gerichtsverfahren hinter sich gebracht wegen Blasphemie, wegen Pornografie, ähnlich auch wie Otto Dix, aber einfach noch wirklich noch deutlicher angegangen wurde. Und insofern war er da auch weitaus sensibler in der Wahrnehmung. Die meisten Künstler der klassischen Moderne, so wie wir das jetzt mal heute nennen, ja, haben sich eigentlich während der Weimarer Republik als dezidiert politikfern erklärt, was sie meiner Meinung nach eigentlich gar nicht unbedingt waren. Aber das gehörte eigentlich zu einem freien, individuellen Künstler der Moderne dazu zu sagen, also mit Politik habe ich eigentlich nichts am Hut, obwohl sie sich alle für das Bauhaus interessiert haben oder auch für andere Künstlervereinigungen, die Anfang der 1920er Jahre sehr wohl politisch aktiv waren. Ja? Und dennoch gibt es von allen eigentlich diese Aussage, die eventuell auch damit zu tun hat. Also kurz gesagt, George Gross ist hier wirklich ein Ausnahmefall. Alle anderen Künstler würde ich eher so sehen, was Herr Wittstock eben gesagt hat, dass sie abgewartet haben und durchaus auch Hoffnungen noch gehegt haben und diese auch hegen konnten, weil es bestimmte Anzeichen gab, dass zumindest einige von ihnen geschützt bleiben würden. So, ja. Da werden wir noch zurückkommen, weil es ja auch nicht so einfach ist, dass mit einem Schlag alle modernen Künstler, Künstler der klassischen Moderne, auch nicht alle Schriftsteller ausgegrenzt worden wären, sondern weil es sich ja, wenn man genauer hinschaut, herausstellt, dass es sehr viele Schattierungen gab und die machen es natürlich Menschen dann auch wieder schwierig. Wir wollen ja versuchen zu verstehen, wie Menschen in so einer Extremsituation reagieren und Max Liebermann hat auf eine sehr eindeutige Art reagiert. Wir haben schon gehört von Herrn Hegewald, von Herrn Schuster, wir haben das Zitat, den Zeitungsartikel ja auf der Wand gesehen. Max Liebermann ist selber in Berlin geblieben, aber seine Kunst oder seine Kunstsammlung ist nicht geblieben. Er hat sie in Sicherheit bringen lassen, er hat sie in Sicherheit gebracht. Das hat sehr viel mit Ihrem Großvater zu tun, Frau Faltinfeld. Und weil ich diese Geschichte auch nicht kannte, vielleicht erzählen Sie uns diese Geschichte in aller Kürze. Was hat Ihr Großvater mit der Kunstsammlung von Max Liebermann zu tun und warum ist das Archiv heute in Zürich?
Mein Großvater war erst Partner in der Galerie Paul Cassirer und nach dem Tod von Paul Cassirer, nach dem Selbstmord, also Inhaber und hat mit Grete Ring, die die Nichte von Max und Martha Liebermann war oder von Martha Liebermann war, gemeinsam die Galerie geleitet und hat Max Liebermann als Künstler betreut und hat ihn aber eben auch als Sammler kennengelernt und hat seine Sammlung wesentlich mit aufgebaut, die Sammlung französischer Impressionisten, von der vorhin kurz auch die Rede war. Und Max Liebermann hatte schon seit den 20er Jahren gute Kontakte zur Schweiz über die Galerie Cassirer, zum dortigen Direktor des Kunsthauses in Zürich. Und weil es auch im 1927 eine Liebermann-Ausstellung gab in Zürich. Und als dann mein Großvater beschloss, 1933 erst die Bilder seiner Sammler nach Wien und dann nach Zürich auf verschiedene Ausstellungen zu schicken, war das sogenannte Depot von Max Liebermann, das waren 14 wichtige impressionistische Werke, aber danach kamen auch noch mehr, waren die dabei und wurden dann während des Krieges in Zürich gelagert, als Depot Liebermann-Rietzler hieß das. Aber diese Ausstellung, die da geplant war das eine spontane Eingebung Anfang des Jahres 33? Also wurde ein bestehender Plan instrumentalisiert, um die Kunst in Sicherheit zu bringen? Oder wurde eine Idee kreiert, diese Ausstellung zu machen in Wien und in Zürich? Und hat man auf diese Art und Weise die Liebermann-Sammlung, die ja hier in Berlin nicht mehr gesichert gewesen wäre, gut, vieles Liebermann selber ist auch erhalten geblieben, weil die Museen es in die Depots gepackt haben, aber man konnte ja nicht sicher sein, dass das passieren würde. Wie war das? Wie ist das abgelaufen? Also das ist in der Tat sehr spannend. Es gibt gerade auch ein neues Buch, das hätte ich jetzt auch mitbringen können, von Frau Iris Bruderer über Wilhelm Wartmann, den Direktor in Zürich. Und zwar hat der wirklich gesehen, was hier in Deutschland passiert und hat seinen ganzen Ausstellungsplan geändert und hat, nachdem eben die Galerie Cassirer in der also privat geführten Galerie Kalier, neuen Galerie geführt von Otto Kalier in Wien, dort erst die Bilder hingeschickt hat dann das ganze erste Obergeschoss im Kunsthaus in Zürich freigeräumt und hat dann von Mai bis August dort eine Ausstellung gezeigt mit dem Titel Französische Kunst des 19. Jahrhunderts. Also die war nicht geplant, diese Ausstellung. Die wurde dann eben spontan eingerichtet und eben auch mit dem Ziel, dass die Bilder, die aus Deutschland eingeführt wurden, mittels eines Freipasses eben keinen Zoll zahlen mussten und dann in der Schweiz bleiben konnten. Und er hat eben nicht nur für Max Liebermann, sondern für viele weitere jüdische Sammler die Bilder aufbewahrt während des Krieges, aber zum Beispiel auch Eduard von der Heydt hat seine Bilder aus der Nationalgalerie abgezogen und auch in die Schweiz geschickt. Also es waren nicht nur jüdische Sammler, aber die meisten waren jüdische Sammler. Herr Hegewald, von uns haben Sie vermutlich den besten Überblick über die einzelnen Akademiemitglieder, nicht nur über Max Liebermann, über die 41, die teilweise freiwillig ausgetreten sind, teilweise gedrängt wurden, teilweise ausgeschlossen worden sind. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Akademiemitglieder gab es denn insgesamt zu dem Zeitpunkt Anfang 33? Das kann ich gar nicht mal genau sagen. Ich denke mir, es werden unter 100 gewesen sein. Je nach Sektion war eine unterschiedliche Anzahl in den Statuten festgelegt, aber die Positionen waren natürlich immer nicht vollständig besetzt, weil durch Todesfall oder andere Gründe auch Menschen wieder ausschieden. Und wenn wir uns jetzt also versuchen, vor Augen zu halten, wie muss das geistige Klima, wir hatten schon gesprochen über das geistige Klima in Deutschland allgemein, das hat der Wittstock sehr schön kurz, prägnant zusammengefasst. Wenn wir nochmal auf das geistige Klima in der Akademie selber schauen. Wir haben gehört von Ihnen in Ihrem Vortrag bei der Versammlung, bei der Martin Wagner, der Stadtbaurat, sich geäußert hat. Haben wir darüber weitere Zeugnisse, wie sich andere Akademiemitglieder in Korrespondenzen, also in dem, was wahrscheinlich ein Großteil ihrer 1200 Nachlässe im Archiv dort drüben ausmacht, wie man sich darüber geäußert hat? Oder hat man innerhalb der Akademiker nicht mehr darüber gesprochen? War man tatsächlich so paralysiert von dem, was auf einen einstürmte an Veränderungen in der Politik, dass man damit erstmal selber klarkommen musste und nicht reflektieren konnte gegenüber seinen Mitakademikern? Wie muss ich mir die
Kommunikation, die interne Kommunikation in diesem Frühjahr 1933 vorstellen? Das meiste findet sich natürlich in unserem historischen Archiv, in dem Schriftverkehr des Präsidiums und der Sektion. Sie müssen davon ausgehen, dass es ja viele Mitglieder gab, die gar nicht in Berlin ansässig waren, die auswärtig waren und mit denen musste ja korrespondiert werden. Also zum Beispiel diese Loyalitätserklärung, die Gottfried Benn da formulierte, die musste ja den Mitgliedern erstmal nahegebracht werden. Und das teilweise dann auch ins Ausland, weil sich welche auf Lesereisen befanden, in der Dichtersektion oder auf einer Urlaubsreise. Und da kommen dann die Rückantworten. Und diese Rückantworten, die zeigen schon eine ungeheure Verunsicherung, was denn da passiert und wie man sich verhalten soll. Gerade bei den jüdischen Mitgliedern, die fragen nach, was denn Loyalität überhaupt heißt, ob man denn sie als jüdische Künstler und Schriftsteller überhaupt noch in der Akademie haben wolle. Nicht? Das kann man aus diesen Briefwechseln sehr gut ersehen, aber das ist natürlich immer auch etwas, was formuliert wurde, weil man wusste, die andere Seite liest es. Daneben gibt es noch sehr viel eindrucksvollere Quellen, die Herr Wittstock auch teilweise benutzt hat. Tagebücher von Künstlern, ja, vor allem in diesem Falle von Künstlern, zum Beispiel Oskar Lörke, der Sekretär der Sektion für Dichtkunst, der intensiv über diese Verhandlungen berichtet, was denn da läuft, oder anderen, wo man wirklich draußen merkt, wie diese Unsicherheit sich festsetzt und es eben nicht zu einer Solidaritätskundgebung kommt, einer Verbrüderung der progressiven Kräfte, die man ja erwartet hätte in der Akademie der Künste. Da ist diese Akademie das republikanische Aushängeschild der Kultur und der Kunst und 33 machen die, ich sag's salopp, als erstes dicht, nicht? Und es kommt nicht dazu. Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass es da sehr viele persönliche Interessen in dieser Situation auch gab. Franz Werfel zum Beispiel ist ja auch so ein merkwürdiger Fall in der Preußischen Akademie, ein Schriftsteller, der in Prag geboren ist und in Österreich lebt zu dieser Zeit. Der ist zunächst einmal sehr bereit, diese Loyalitätserklärung zu unterschreiben, als Jude sie zu unterschreiben, weil er gerade in dieser Zeit die 40 Tage des Musadak fertiggestellt hat und natürlich will, dass dieses Buch in Deutschland verkauft werden kann und deshalb nicht als Oppositioneller auftreten will. Es sind also sehr persönliche Interessen zum Teil. Auch Thomas Mann hat sich ja sehr lange noch bedeckt gehalten, bevor er sich gegen die Nationalsozialisten offensiv erklärt hat. In diesem Fall bei dem Austritt aus der Akademie hat er zum Beispiel eben auch die Erklärung benutzt, er werde aus allen Ämtern zurücktreten, er wird alles niederlegen, er wird keinesfalls nur wegen dieser Loyalitätserklärung zurücktreten, er will auch nicht gegen die Regierung arbeiten, aber auch ihm ging es darum, dass seine Bücher in Deutschland weiter verkauft werden können. Da sind wir mitten bei den Schattierungen und auf die kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu sprechen, Frau Hoffmann. Denn es ist tatsächlich nicht so, dass 1933, wie man das vielleicht, wenn man es oberflächlich betrachtet, wenn man so das bisschen nur weiß, was man vielleicht in einer guten Schule heute oder vor einigen Jahrzehnten gelernt hat, über, was ja auch alles richtig ist, über entartete Kunst, dass es da einen direkten Cut gegeben hat. Komischerweise hat ja dieses nationalsozialistische Regime sich selber für ein kunstsinniges gehalten. Wir wissen, was das für eine Art von Kunst war. Mhm. Wir schätzen das alle nicht, Arno Breker und Co. Aber sie haben sich selbst für eine kunstsinnige Regierung gehalten, für ein kunstsinniges System. Mhm. Es wird ein Haus der deutschen Kunst in München mit riesigem Aufwand, das glaube ich größte Ausstellungshaus, das es damals in Deutschland gab, gemacht. Wie sahen die Schattierungen, also abseits dieser plumpen politischen Dinge, wie sahen die Schattierungen hier bei Ihren, sage ich mal, Berliner
bildenden Künstler oder bei denjenigen, die Sie gut auskennen, bei denen Sie sich gut auskennen, die Sie überblicken können, aus welcher verschiedenen Zugänge, Umgehensweisen mit dieser Veränderung, dieser politischen Veränderung gibt es? Was fällt Ihnen da ein? Was könnte charakteristisch sein? Ja, also zunächst einmal kann ich auch nur betonen, ästhetische Moderne und Nationalsozialismus schließen sich nicht aus. Das wissen wir jetzt alle seit der Emi-Nolde-Ausstellung hier in Berlin 2019. Ich habe seitdem weiter recherchiert und bin auch weiterhin an diesem Thema dran, weil es tatsächlich schwer zu recherchieren ist, weil es nicht viele Dokumente dazu gibt. Und es ist tatsächlich so, dass schon während der Weimarer Republik bestimmte Künstler, vor allen Dingen der expressionistischen Bewegung, vermittelt wurden als deutsche Künstler, als diejenigen, die eine neue deutsche Kunst schaffen. Gerade im Gegensatz zum französischen Impressionismus hat man den Expressionismus in der Tradition der deutschen Gotik und der deutschen Romantik verstanden und als etwas Ureigenes, als etwas Nationales. Und während der Weimarer Republik wurden diese Künstler erstmals von der Regierung unterstützt. Und man hatte damals eben tatsächlich die Idee, dass sich das deutsche Volk auch nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg als Kulturnation erneuern sollte. Und der Expressionismus sollte da eine wichtige Rolle spielen. Und die Künstler selbst haben sich ja tatsächlich auch als deutsche Künstler verstanden und haben deswegen diese Hoffnung gehegt, auch ins neue Reich zumindest als Vorbilder einziehen zu können für eine neu zu begründende Kunst. Das kann man in vielen Korrespondenzen nachlesen und sie haben durchaus auch Hoffnungen erhalten dafür. Also wenn wir jetzt die Akademiesituation sehen, ist die, glaube ich, tatsächlich noch so ein bisschen anders als das, was allgemein im Reich zunächst einmal angeordnet wurde, zumindest für die bildenden Künstler kann ich nur sprechen. Also wäre da eben diese Gruppenmitgliedszuwächse von 1931 ja gleich angeschrieben wurden, ach, irgendwie war das ein Irrtum und wir würden Sie doch gerne freiwillig auffordern, wieder auszutreten, es gibt hier zu viel Ärger. Und die Künstler selbst auch ganz unterschiedlich wiederum darauf reagiert haben. Also Kirchner schreibt sehr freundlich, ach, das war damals ja nicht meine Entscheidung, Mitglied zu werden. Jetzt entscheiden Sie mal selbst, ob ich dabei bleiben darf. Der durfte dann sogar noch dabei bleiben. Karl Schmidt-Rottluff geht sofort. Emi-Nolde ist fürchterlich entrüstet und sagt, nein, ich bleibe. Also so unterschiedlich waren da die Reaktionen. Und die bildenden Künstler sind 1933 eigentlich noch sehr von ihren Förderern unterstützt worden, unter denen es viele Nationalsozialisten gab. Es wurde eine Zeitung gegründet, die Kunst der Nation, die eben tatsächlich versucht, den Expressionismus weiter zu fördern. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, der die Bücherverbrennungen angeleitet hat, war promodern eingestellt, aber nur bei bestimmten Künstlern. Das war Paula Modersohn-Becker, das war Ernst Barlach, das war Emi-Nolde und es waren die Brücke-Künstler. Und die wurden als die nordischen Expressionisten jetzt versucht, ins Dritte Reich einzugliedern. Und wie gesagt, da gab es unterschiedliche Aktionen, die auch erfolgreich waren. Und so ungefähr bis 1935 war für diese Künstler zumindest nicht abzusehen. Wie wird es für uns werden? Können wir weiterhin als Künstler leben oder nicht hier in Deutschland? Also insofern war das wirklich für die eine schwammige Zeit und es gab keine eindeutigen Zeichen. Also zumindest nicht das, was sie nicht schon vorher aus der Weimarer Republik kannten. Also die Angriffe aus der Bevölkerung, die gab es natürlich auch da schon. Also dass da einfach das Verständnis fehlte für diese Kunst. Ja. Es ist ganz seltsam, was da zum Teil aktive Kräfte, also weil Sie gerade Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund angesprochen haben, getan haben. Das waren diejenigen, die mit einer Magnus-Hirschfeld-Büste auf einer Stange, also quasi so wie ein Hingerichteter, dem Zug vorne weggelaufen sind, der die Bücher zum Opernplatz, zum heutigen Mädelplatz gebracht hat zur Verbrennung. Und gleichzeitig ist derjenige, der das Ganze organisiert, Uwe Wittstock, ein auch sehr eigenwilliger Mensch, wie ist der zu verorten in diesem geistigen Klima dieses Frühjahrs 33? Organisiert hat das nicht. Das war ja das sogenannte Hauptamt des Deutschen Studentenbundes, der das als Propagandaaktion organisiert hat, die Bücherverbrennung. Aber er war derjenige, der die Liste zusammengestellt hat mit 131 Namen darauf. Und das war der hieß Wolfgang Herrmann, war ein völlig unbedeutender Bibliothekar, 29 Jahre alt, der sich auch mit dieser Liste so unbeliebt machte, auch
auch bei den Nationalsozialisten, dass sie ihn schon ein Jahr später weitgehend ins Abseits manövrierten und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Den kümmerten nicht, wir haben das vorhin auch schon besprochen, den kümmerte nicht die sozialkritische Literatur schlechthin, also jemand wie Heinrich Heine oder so etwas, das kam für ihn nicht in Frage. Für ihn kamen nur die Schriftsteller in Frage, die, sagen wir mal, seit dem Ersten Weltkrieg seinen Zorn erregt hatten, weil die jetzt die den deutschen Soldaten, wie es damals immer gesagt, genannt wurde, nicht glorifiziert haben, sondern den Krieg eben so dargestellt haben als Gemetzel, als blutiges Gemetzel, das er war. Und zum Beispiel eben in der Literatur jemand wie Erich Maria Remarque. Das wäre dann der Vorzeigefeind gewesen. Und diese Liste sehr, sehr willkürlich zusammengestellt hat, wie nebenbei die Zensur der Nationalsozialisten ja auch häufig so ein bisschen willkürlich war. Mhm. Nie sehr systematisch durchdacht, sondern eigentlich mehr spontan, was ihnen gerade so störte, das wurde dann eben schnell verboten. Und diese Liste wurde natürlich später auch benutzt, um in Variationen, um bestimmte Zensurakte umzusetzen. Aber es gab eben auch Kuriositäten, Leute, die völlig also aus Nazi-Sicht völlig unbelastet waren, die einfach jetzt zum Beispiel eine Tänzerin, Johanna Blaschke, die hatte den Fehler gemacht, ein jüdisch klingendes Pseudonym zu wählen, nämlich Rachel Sanzara, und prompt wurde sie verbrannt. Dabei war das ein harmloser Liebesroman und sie als Autorin völlig arisch. Also es war, es gab keinen Grund. Und Evers zum Beispiel, der war 2 Jahre vorher noch mit Handschlag von Adolf Hitler in die NSDAP als Parteimitglied aufgenommen worden, und der wurde eben aus Irrtum heraus auch verbrannt und musste das nachher richtigstellen. Und das war wohl einer der Gründe, weshalb man den Bibliothekar dann eben auch ins Abseits gestellt hat. Wir sind jetzt mitten in den Schattierungen, mitten in den Grautönen. Und Schattierungen und Grautöne gibt es auch in einem Bereich, der sehr eng mit dem zu tun hat, was Ihr Großvater betrieben hat. Galeriewesen, Kunsthandel. Wir alle kennen noch den Namen Gurlitt. Wir wissen aber auch, dass es nicht nur einen und nicht nur zwei und nicht nur fünf, sondern wahrscheinlich 25 nennenswerte Gurlitt und noch viel mehr kleinere gegeben hat, vielleicht nicht alle mit so einem Sohn und so einer riesigen Blattsammlung dann. Aber aus Ihrer Sicht, Frau Falkenfeld, Sie haben sich ja mit Kunsthandel über den Bezug Ihres Vaters, der selber dann nach Amsterdam, glaube ich, gegangen ist und dort die Filiale außerhalb Deutschlands weitergeleitet hat. Sie haben sich damit beschäftigt. Wie sehen die Schattierungen im Kunsthandel aus? Kann man da so klar sagen, es gibt die Widerstandskämpfer, die Kunst retten, zum Beispiel eben die Impressionistensammlung nach Zürich, und es gibt andere, die nur Kasse machen, oder ist das auch wieder alles so etwas, was miteinander verschwimmt? Also das ist ganz individuell zu sehen. Also ich meine, es war ja dann so, dass es ja 39 in Luzern die große Ausstellung, die große Auktion gab der entarteten Kunst. Und da gab es eine große Diskussion in der Schweiz, soll man aus dieser Auktion Werke erwerben oder soll man das nicht tun? Und die einen taten es, weil sie sagten, sie retten die Kunst so. Und andere sagten eben, also mein Großvater zum Beispiel war komplett dagegen, weil er genau das voraussah, was nämlich dann auch passiert ist, dass das eben nicht rechtmäßig ist und dass dann später diese Bilder zurückgegeben werden müssten. Aber es gab sicher, also jüdische Kunsthändler, also die meisten, also das andere berühmte Beispiel ist natürlich Flechtheim. Ja. Der hatte ja schon vorher, also seine Galerie aufgeben müssen. Es gab bei Paul Kassierer, der zusammen mit Hugo Helbing später, also die Galerie Kassierer, damals war Paul Kassierer schon tot, aber mein Großvater mit Hugo Helbing eine Auktion mit Flechtheim-Werken abgehalten hat. Aber eben der Nachlass Flechtheim, das ist heute auch ein großes Thema für Restitutionsprobleme. Und die jüdischen Kunsthändler haben sich natürlich alle versucht, also ins Ausland abzusetzen, aber natürlich gab es eben auch die anderen, also wie Gurlitt und so weiter, die sich natürlich dann auch bereichert haben, das muss man schon so sagen. Können Sie uns helfen, Herr Hegewalter, schneisen durch dieses Dickicht aller
verschiedenen Aspekte oder eines dieser verschiedenen Aspekte, Kunsthandel, bildende Kunst zum Beispiel, Literatur oder einem anderen Bereich, wo Sie sich vielleicht mal damit beschäftigt haben, zu schlagen. Denn wir sind jetzt ja wirklich mitten in diesem Sumpf des Grauen zwischen Opportunismus und aufrechtem, Sie haben es ja selber gesagt, man hätte damit gerechnet, dass sich die Solidarität der Akademiker bildet, und das ist nicht passiert. Mit Hilfe Ihrer Quellen, Sie sind ganz quellennah als Archivar, wo finden wir da den Weg? Was ist das, was es auf eine einfache Botschaft bringt? Ist das alles Opportunismus? Ist das menschlich? Sollen wir Verständnis dafür haben? Ist es eher etwas, wo man bis hin zu Begriffen wie Verachtung greifen soll? Mache ich jetzt mir nicht zu eigen? Wo finden wir da den angemessenen Weg des Umgangs mit diesen Menschen vor 90 Jahren? Da gibt es keine einfache Antwort und keine einfache Botschaft. Da muss man sich das individuelle Schicksal angucken, wer was unter welchen Bedingungen gemacht hat. Und jede Generalisierung wird da, glaube ich, dem Einzelschicksal nicht gerecht. Das ist, denke ich, aus dem Wittstock-Buch auch sehr gut erkennbar, nicht? Dass jeder versucht hat, seine eigene Antwort darauf zu finden. Und da gab es die Angepassten, da gab es die mitgemacht haben, die wie Gottfried Benn auch Treiber waren, dann aber nach einem Jahr erkannt haben, sie haben sich an eine Spitze gestellt von etwas und etwas losgetreten, was sie in dem Ausmaß gar nicht begriffen haben und gar nicht wollten. Dann gab es natürlich auch die Opportunisten. Also es gab diese typischen Lager menschlichen Handelns, aber man muss sich schon ansehen im Einzelfall, wie ein Künstler reagiert hat. Ich möchte eins bitte zu Ihnen noch ergänzen. Sie haben vorhin Nolde genannt. Ich finde auch, dieses menschliche Vergessen ist beim Nolde-Fall so interessant, was die Berliner Ausstellung gezeigt hat. Und wenn man da durchgegangen ist, da gab es einen klitzekleinen Artikel von Adolf Behne aus den 1946 oder 47er Jahren in einer Berliner Zeitung, wo er all das genau erzählte, was die Ausstellung erzählte. Das war bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war bekannt, wie Nolde sich verhalten hatte und was er für eine merkwürdige Figur gemacht hat. Bloß es wurde vergessen und durch Haftmann wurde die Vita von Nolde völlig reingewaschen. Und die Ausstellung hat es wiederentdeckt. Ne? Und mit seiner eigenen Hilfe natürlich auch, mit seinen Memoiren. Die waren nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat er die ja auch nochmal gekürzt. Also es gab ja von 34 eine Ausgabe und die nach dem Krieg fällt ganz anders aus. Und da ist er wirklich der Märtyrer und das Opfer. Und das schreiben dann die Kunsthistoriker weiter, wie Haftmann zum Beispiel. Auch andere, auch viele, die wir hier kennen aus Berlin, die schreiben diese Opfersemantik weiter und pauschalisieren das für alle für alle Künstler, von denen Werke beschlagnahmt worden sind als entartet. Aber das und wir sind auch noch nicht so lange dabei, diese Grauzone wirklich zu durchblicken. Ja, das ist jetzt vielleicht so seit 20, 30 Jahren sind wir dabei und deswegen gibt es auch noch so viel zu erforschen. Und deswegen bin ich genau auch Ihrer Meinung, wir können da nicht wirklich mit Bewertungsmaßstäben schon rangehen. Ja, uns fehlen ja eigentlich doch ganz viele Fakten. Also ich als Kunsthistorikerin war wirklich erschüttert. Also ich bin ja auch mit dieser Kunstgeschichte von Reidemeister groß geworden. Ja? Und diese Brücke-Rhetorik und dieses Zurückblicken auf die Brücke-Künstlergemeinschaft und dieses Aussparen des Dritten Reiches sozusagen. Also ich war dann auch irgendwie selbst erschüttert und habe gedacht, Mensch, genauso hast du auch geforscht und genauso war dein Blick auch gerichtet auf die Dinge und du hast gar nicht links und rechts geguckt. Und erst jetzt kommen wir so lange dahinter. Also man braucht anscheinend auch irgendwo diese Distanz. Und deswegen werden wahrscheinlich auch diese Bewertungen dann wachsen mit unserem Wissen. Und es gibt ja auch Selbstirrtümer bei den Künstlern, dass die sich selbst auch mit ihrer politischen Funktion oder Rolle missverstanden haben. Also wenn zum Beispiel, was wir ja jetzt heute schon zweimal gesehen haben, Max Liebermann austritt mit der Begründung, dass er glaubt, dass die Kunst nichts mit Politik zu tun hat und auch nichts mit Abstammung, dann ist der zweite Teil sicherlich richtig, aber der erste Teil nicht. Sie haben das ja auch mit beschrieben, wie
Max Liebermann diese Akademie auch politisch aktiviert hat. Und natürlich erinnere ich mich doch daran, dass es auch von Max Liebermann ein paar, ob man sie jetzt sozialkritische Bilder nennen will, geht vielleicht ein bisschen weit, aber er ist mit einem sehr offenen Blick durch die Welt gegangen und hat eben auch verschiedene Szenerien, nicht nur elegante Villen, sondern eben auch Arbeitszusammenhänge oder so etwas in seinen Bildern gebracht, die natürlich auch einen sozialen Charakter hatten, also oder einen sozialkritischen Charakter hatten. Also insofern denke ich, manche Künstler haben gar nicht mitbekommen, was für eine Rolle sie genau gespielt haben. Aber möglicherweise haben es die Nazis doch relativ genau mitbekommen und haben sie eben als ihre Gegner eingeschätzt. Ich glaube, die haben den Begriff Politik ganz anders verstanden. Ja, während wir Politik ja heute auch als Parteienpolitik verstehen, das war keine Politik, die Max Liebermann oder andere Künstler für sich als Aufgabe gesehen hätten. Das waren Niederungen. Die hatten nichts mit einem hehren und doch sehr akademischen Künstlerideal und Begriff zu tun. Aber durchaus ein künstlerisches, kulturelles Gewissen zu entwickeln und aus diesem Anspruch dieses Gewissens sich in Diskussionen einzumischen, mehr auf einer Metaebene, mehr auf in philosophischen und allgemeinen Begriffen zu denken, das durchaus. Und insofern waren die politisch natürlich und war er auch politisch als Präsident dieser Akademie. Aber wahrscheinlich hätte er immer abgelehnt zu sagen, die Niederungen der Politik, die alltäglichen Kämpfe, das war nicht sein Ding, das hat nichts mit seiner Überzeugung zu tun. Frau Holtwild. Ja, also es gibt auch ein ganz konkretes Beispiel. Ferdinand Hodler war ja wie Max Liebermann ja auch in der Berliner Sezession vertreten und hat als 1914 die Kathedrale von Reims von den Deutschen bombardiert wurde, hat Ferdinand Hodler einen Aufruf Schweizer Künstler und Intellektueller unterschrieben. Und bis zu diesem Zeitpunkt war Hodler sehr bekannt und auch wurde gesammelt in Deutschland und hatte also wichtige Auftraggeber. Und in dem Moment wurden seine Werke abgehängt und verdeckt, also in der Universität in Jena zum Beispiel. Und Karl-Ernst Osthaus war einer der größten Sammler, hat alles abgehängt. Und dann hat Liebermann, es gibt einen frühen Brief von ihm, in dem er sagt, und das genau eben lebt, also dass er sagt, Kunst hat mit Politik nichts zu tun und er würde nicht einsehen, warum, auch wenn Hodler jetzt hier falsch läge, warum seine Werke abgehängt würden. Und also das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil diametral eine andere Meinung. Lässt sich durch ein anderes Beispiel ergänzen, das Dix-Bild über die Schützengräben, das von einem rheinischen Museumsdirektor, ich weiß nicht mehr genau, wo genau, abgelehnt wurde. Es war schon, glaube ich, angekauft und Liebermann holt es nach Berlin und lässt es in der Akademie zeigen. Ja. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, also beim Nolde-Fall haben wir doch genau die gleiche Diskussion wieder gehabt. Bilder werden im Bundeskanzleramt abgehängt. Was hat jetzt, dürfen wir die Bilder noch schön finden, nicht? Wie können wir sie überhaupt noch ausstellen? Also ist wieder aufgebrochen, Antworten gab es nicht. Ja, oder das ist ja auch bei Ben so eine ähnliche Geschichte. Also die Essays von ihm, die gerade auf große historische Linien zielen, sind völlig verfehlt und größtenteils also von einer unverständlichen Dummheit getrieben. Aber andererseits hat er großartige Gedichte geschrieben, denen man sich einfach in ihrer Ausstrahlungskraft und ihrer poetischen Kraft nicht verweigern kann. Also so leid das einem tut, es geht eben doch irgendwie zusammen, ein faschistisches Bewusstsein zu haben und trotzdem auch im Sinne der Moderne eine anspruchsvolle, auch fortwirkende und große Kunst zu machen. Ausdrucksstarke Kunst. Meine Damen und Herren, ich habe es angekündigt, wir möchten natürlich, dass Sie sich beteiligen, wenn Sie Fragen haben. Ich möchte darum bitten, dass es möglichst Fragen sind, jedenfalls keine Co-Referate. Ich möchte Sie ungern unterbrechen, ich werde es aber tun, wenn es zu lange kommt. Jetzt sehe ich noch keine Meldung, aber ich bin auch ein wenig durch das Licht gehandicapt. Gibt es schon eine Wortmeldung, sonst reden wir hier oben auf dem Podium einfach weiter. Aber wenn schon jemand von Ihnen etwas fragen oder sagen möchte, haben Sie jetzt die Gelegenheit. Habe ich da eine Hand wahrgenommen? Nein, habe ich nicht. Haben wir Sie alle so eingeschüchtert jetzt? Das tut mir aufrichtig leid.
Ja, dann machen wir noch mal eine weitere, möglicherweise dann auch die letzte Runde. Wir sehen es ja dann, ob es noch Fragen Ihrerseits gibt. Wir sind wieder zurück bei Max Liebermann. Und das ist ja auch an diesem Ort, aus diesem Anlass, ein ganz wichtiger Schluss der Diskussion oder ein Vollenden des Kreises gewissermaßen. Max Liebermann ist jemand, der nicht in die Schattierung gegangen ist, der nicht geschwankt hat. Max Liebermann war absolut klar, es mag auch damit zu tun gehabt haben, das wäre jedenfalls eine These, die ich mal in den Raum stellen würde, dass er eben schon 85 gewesen ist und gewissermaßen auf ein sehr erfolgreiches Leben zurückgeblickt hat und jetzt einfach gesagt hat, ich will mich diesen Kämpfen, das hat er auch schon 32 gesagt, als er nicht mehr angetreten ist, ich möchte mich diesen Kämpfen einfach nicht mehr aussetzen, ich habe genug geleistet, was er weiß Gott getan hat. Ist das eine denkbare Interpretation oder ist es da wieder meine Neigung als Journalist, der zu einfachen, thesenartigen Zuspitzungen neigt, Herr Gewalt? Wie hätte die Schattierung sein sollen? Max Liebermann war ein nüchterner Realist, er war Jude, er wurde angefeindet. Was hatte er für Möglichkeiten? Die einzige Möglichkeit war das Exil. Und dafür hat er sich, glaube ich, das hat er in Selbstzeugnissen erklärt, als für zu alt befunden. Das war die einzige Möglichkeit. Er zog sich dann in die innere Immigration hier im Hause zurück. Das Exil für die Kunst, also offenbar. Ich würde das auch so sehen. Ja. Also er verfiel ja in den letzten Jahren, also das waren ja dann noch 2 Jahre seines Lebens, in eine tiefe Depression und hat sich absolut ins innere Exil zurückgezogen. Und das belegen auch viele Briefe also von Besuchern, die er dann noch hatte. Und er sagte eben an einer Briefstelle auch, er lebe nur noch im Hass. Und er wolle das alles, er wolle die Welt auch gar nicht mehr sehen, wie sie vor seiner Tür. Ich glaube, auch da muss man mit dran denken, dass man in der politischen Situation ja nicht voraussehen kann, wie es weitergegangen ist. Die innere Immigration innerhalb von Deutschland, das war 1933, 34, 35 vielleicht auch tatsächlich eine denkbare Existenzform. Dass seine Frau sich 1943 dann würde umbringen müssen, um nicht ins KZ zu kommen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellbar. In der natürlich gab es schon KZs, das ist klar, aber dass die Leute quasi gutbürgerlich Leute aus ihren Häusern geholt würden, um dann ins KZ zu bringen, obwohl sie nichts getan hatten, das war noch nicht vorstellbar. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass Max Liebermann einfach gedacht hat, das ist eine mögliche Existenzform und ich muss doch nicht in Paris leben, wenn ich hier in Berlin wunderbar untergebracht bin. Wie sehen Sie es, Frau von? Ja, ich denke auch, vor allen Dingen, weil ja schon ein vorausgehendes Beispiel vielleicht auch zu dieser Überzeugung geführt hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, 1930 gab es die erste Regierungsbeteiligung durch die NSDAP in Thüringen und Wilhelm Frick macht alles das, was dann eben ab 1939 auch möglich ist. Er lässt eben halt die Moderne rausräumen aus der Sammlung im Weimarer Schloss und er lässt eben halt die Wandgemälde von Oskar Schlemmer aus der Kunsthochschule abschlagen und hält sich aber auch nur ein Jahr. Dann bekommt er ein Misstrauensvotum und muss wieder gehen. Und wir lesen da bei, wer hat das denn nochmal geschrieben, da gibt es eben halt auch von vielen Kunstförderern der damaligen Zeit, gibt es da eben Korrespondenzen drüber und die schreiben dann wirklich, seht ihr, sowas ist nicht möglich, nicht mit uns. Ja? Das kann durchaus sein, dass Anfang 33 auch noch diese Überzeugung geherrscht hat, das wird jetzt nicht so lange dauern. Und wir haben sogar auch Korrespondenzen von Künstlern, die sagen, wir müssen uns ins System einschleichen, um von da aus einfach eine andere Richtung anschlagen zu können. Auch diese Hoffnung gab es anscheinend noch. Ja? Und da wussten die Betroffenen eben nicht, was wir wissen als rückwärtsgewandte Propheten. Ja. Meine Damen und Herren, die zweite und jetzt eigentlich auch schon letzte Chance für Sie, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Ich bin leider kein Lehrer, sonst würde ich einfach jemanden aufrufen. aber Sie haben die Chance. Sie haben ein hochkarätiges Podium hier links und rechts von mir. Trauen Sie sich? Ja, da hinten. Sie kriegen das Mikrofon, damit alle Sie verstehen können. Vielen Dank. Hallo. Das hätte eigentlich zu der Runde davor noch gepasst. Es ist auch mehr eine Anmerkung als eine Frage. Ja. Aber dieses eigentlich enorm wichtige Thema
Inwiefern passt Politik und Abstammung zur Kunst? Ich glaube, bei Liebermann war es eher so, dass es eine Schutzformel war, um einzelne Bilder zu schützen. Politik und Abstammung hat immer zur Kunst gehört. Heute eigentlich noch mehr als früher. Heute muss man wahrscheinlich noch Geschlecht hinzufügen, noch ein paar andere. Aber das ist eine der leider immer wieder verschiedenen Ansätze, wie Kunst auch wahrgenommen wird. Mhm. Also für die heutige Kunst wahrscheinlich mindestens so fragwürdig oder anspruchsvoll wie damals. Frau Hofmann, Frau Völchen, fällt Ihnen dazu was ein, was Sie sagen möchten? Oder also, Herr Negewald? Ja. Also bei Max Liebermann, bevor Sie vielleicht auf einer anderen Ebene noch weiterführen, bei Max Liebermann hatte es ja den konkreten Bezug. Die Akademie forderte von ihren Mitgliedern den Abstammungsnachweis. So ist diese Formulierung konkret einzuordnen. Auch wieder sehr viel früher als andere. Sie haben uns gerade eben aufgeklärt darüber, was in der Reichskammer für bildende Kunst gewesen ist. Da müssten Sie uns gerade noch mal einen Satz zu sagen, weil das in einem vorherigen Gespräch ohne das Publikum war. Wenn Sie das noch ganz kurz in zwei Sätzen dazufügen könnten, Ihre Antwort bitte. Ja, also das, was sich in der Reichskulturkammer ab 1933 abgespielt hat, war eben halt erstmal ein Gegenbild zu dem, was in der Akademie passiert ist, weil alle Künstler ganz unterschiedliche welcher Kunstrichtung und auch noch welche Abstammung zunächst einmal in die Reichskammer der Bildenden Künste, das war ihre Kammer, aufgenommen wurden. Also es gab noch keinen Aria-Paragraphen und die wurden alle über ihre Verbände eingemeldet, also auch die Architekten und auch die Kunsthändler übrigens alles in dieser einen Kammer, Reichskammer der Bildenden Künste und dann eben über die Verbände nicht individuell als Mitglied und weil man sonst viel zu viel bürokratischen Aufwand hatte. Und erst mit den Nürnberger Rassengesetzen 1935 kam das dann langsam in Schwung. Die Verbände wurden aufgelöst, alle, und jedes Mitglied musste sich selbst individuell einmelden und einen ARIA-Nachweis anbringen. Und da wurde dann tatsächlich begonnen, sehr stark zu selektieren. Aber insgesamt, und dann natürlich, also jüdische Künstler hatten dann überhaupt keine Möglichkeit mehr, in die Reichskammer der Bildenden Künste aufgenommen zu werden. Die wurden alle ausgeschlossen. Es gibt auch im Bundesarchiv diese langen Judenlisten, sogenannten Judenlisten. Aus dieser Zeit bis 1938 wurden die geführt. Und bei den bildenden Künstlern, muss man immerhin sagen, gab es ja dezidiert nur drei Ausschlüsse. Mhm. Ja, also man denkt immer, es wären viel mehr, aber das waren eben halt Karl Schmidt-Rottluff, das waren Emil Nolde und Edwin Scharf. Und das war es. Also aufgrund, die wurden 1941 angeschrieben, denen wurde gesagt, na hören Sie mal, Sie haben überhaupt nicht Ihren Stil geändert, was aber viele nicht getan haben. Jetzt erklären Sie sich mal. Und dann wurden die eben halt ausgeschlossen und haben dieses Berufsverbot erhalten. Aber mehr eben halt auch nicht. Und uns fehlt aber auch noch eine grundlegende Untersuchung dazu. Es fehlt immer noch die Dissertation über die Reichskulturkammer oder zumindest auch die Reichskammer der Bildenden Künste. Also welche Maßnahmen eigentlich explizit gegen die modernen Künstler angewendet wurden. Mhm. Herr Wittstock, noch etwas dazu oder nicht? Nur wenn Sie möchten. Naja, also das Thema Abstammung fällt mir bei Max Liebermann halt ein, dass er, klar, er war Jude, aber er war ja nicht sehr aktiv als religiöser Jude. Er fühlte sich intensiv als Berliner. Viele von den Anekdoten, die von ihm erzählt werden, sind ja im Berliner Dialekt gehalten. Und ich glaube, er war auch in seinem Herzen Preuße. Mhm. Und dass der dann ihm die Abstammung vorgeworfen wird, hat er natürlich extrem ungerecht empfunden. Er war wirklich Teil dieser Gesellschaft sehr, sehr lange Zeit. Es gab ein paar bornierte Leute, ich denke mal, so hat er das wahrgenommen, die ihm immer wieder aufs Judentum festgelegt haben. Aber ansonsten war er ein Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft Berlins in der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Und da fühlte er sich zu Hause. Also ich finde das auch sehr schwierig, also das so zu definieren, weil also ich sehe das genauso wie Sie auch. Also er sah sich als Preuße und er sah sich als assimilierter Jude. Und eben das war, glaube ich, auch das, was ihn dann zum Schluss so verbittert hat, dass diese Erkenntnis, dass diese Assimilierung nicht stattgefunden hat, dass die gescheitert war, dass es die nicht gab. Und das kann ich auch für andere, also
Überlebende sagen. Also für meine Großmutter war es genauso. Meinen Großvater habe ich nicht mehr gekannt, aber für meine Großmutter sagte auch genau das. Das war für sie das Allerschlimmste nach der Emigration dann in der Schweiz. Sie wollte auch, anders als Margot Friedländer, die sich ja alle hier auch kennen, wollte auch den deutschen Pass nie wieder haben. Und sagte sie bei der Einbürgerung, also als sie Schweizerin wurde, sagte sie, also lieber staatenlos, wenn ich nicht Schweizerin werde. Das kam natürlich gut an. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Haben wir noch eine Frage? Haben wir noch eine Frage? Die würde mir jetzt gerade... Ja, Herr Schuster, bitte. Das Mikrofon kommt. Mikrofon kommt. Frage an Frau Hoffmann. Wie ist es eigentlich mit Max Liebermann als entarteter Künstler? Ja, schwierige Frage. Also weil natürlich er wurde auch genauso beschlagnahmt oder Werke von ihm wurden genauso beschlagnahmt. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf und ich erinnere mich aber auch an einige Anekdoten von den Museumsleitern, die natürlich dann gleich schon 1933 gleichgeschaltet wurden. Ne? Das dann schon. Also in den Institutionen waren eigentlich eher NSDAP-freundliche Museumsleiter, die eben halt auch schon ohne jetzt eine Reichsanordnung dafür zu erhalten, die Werke moderner Künstler in die Magazine geräumt haben oder auch tatsächlich schon in FEMA-Ausstellungen präsentiert haben, also als Schandkunst sozusagen. Und Max Liebermann war da schon durchaus dabei. Aber was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, zum Beispiel, Gurlitt ist ja auch genannt worden, Gurlitt zum Beispiel, der übrigens auch jüdisch war, also insofern auch da können wir keine eindeutige Bewertung vornehmen, der aber durchaus verdient hat, viel, wie Sie auch gesagt haben, aber gehörte wirklich zu den findigen Kunsthändlern auch und der ist dann an die einzelnen Museen rangegangen. Wir haben sehr viele Briefe von ihm und er hat gefragt, sagen Sie mal, den Liebermann, den können Sie ja jetzt nicht mehr ausstellen, verkaufen Sie mir doch Ihre Werke. Und so hat er wirklich viele Liebermann, zum Beispiel auch aus der Hamburger Kunsthalle eigentlich alle Liebermann-Gemälde erworben. Das gab dann auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch einen großen Eklat mit dem damaligen Direktor dann, der die zurückgefordert hatte, der also wusste, das war ja Karl-Georg Heise, der entlassen worden war und der ja wusste, dass Gurlitt diese Werke hatte. Die sind dann auch zum Teil wieder zurückgekommen, ja. Aber das ist mir noch so stark in Erinnerung, weil die Werke, die Kunst von Liebermann doch auch sehr geschätzt wurde und sie hatte nach wie vor ihren Absatzmarkt, ja. Das ist wichtig, aber aus dem öffentlichen Bild musste das verschwinden, weil Max Liebermann Jude war und weil ja immer von dieser jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung gesprochen wurde, zu denen man eben tatsächlich auch gerade die Kunsthändler zählte, die diesen kulturellen Verfall herbeigeführt haben. Ja, nicht nur die Künstler, sondern so hat man das dann so ein bisschen formuliert. Das ist ein wunderbares Schlusswort, da ich kein weiteres Wort mehr sehe, denn wir haben jetzt sozusagen hier in diesem Haus mit diesem Gebäude an diesem Platz natürlich Liebermann wieder einen Raum gegeben, wir alle, die deutsche Gesellschaft, nach Dingen, die natürlich nicht wieder gut gemacht werden können. Max Liebermann ist in allen Museen, die Bilder von ihm haben, ausgestellt, Gott sei Dank. Wir alle kennen seine Bilder. Wir haben heute Abend darüber geredet, was es für Graustufen gibt. Vielleicht ist es uns gelungen, meinen vier Gästen, Herrn Schuster und ein bisschen mit meiner Moderation, den einen oder anderen Ansatzpunkt Ihnen zu geben, weiter darüber nachzudenken. Wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, ein Stockwerk höher, es gibt Treppe und einen, wie ich mir habe sagen lassen, sehr langsamen Aufzug, das Ganze zu vertiefen. Es gibt noch Käsestangen, glaube ich, und das eine oder andere Glas, was man noch trinken kann. Ich darf Sie ganz herzlich, nehme ich an, im Namen der Stiftung einladen und versuche jetzt Schluss zu machen, bevor der Frosch wiederkommt und bedanke mich bei meinen Gästen pauschal und bei Ihnen für Ihr Interesse. Danke.